Hallo liebe Modellflugfreunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. In diesem Video wollte ich euch zeigen, wie ich bei meiner Spektrum NX10 ein Software-Update durchführe per USB. Also man kann es auch per WLAN machen oder per SD-Karte, aber ich möchte das diesmal mit USB machen oder per USB machen und ich wollte euch einfach mal zeigen, welche Schritte notwendig dafür sind. Also als erstes ist es ganz wichtig, die Funke einzuschalten. Das mache ich mal. So, und dann geht ihr in die Systemeinstellung rein. Dann warnt er, dass er das Funkmodul abschaltet. Da geht ihr einfach auf Ja. Und dann scrollt ihr ganz runter zu USB-Einstellungen. Und dann schließt ihr die Funke per Micro-USB-Kabel an den Computer an. Und wenn ihr das getan habt, klickt ihr hier auf Zugriff interner Speicher. Aber erstmal müssen wir uns die Update-Datei runterladen und das werde ich euch jetzt mal zeigen. So, ich starte mal gerade am Computer mein Aufnahmeprogramm. Und es ist ein bisschen verwirrend. Es gibt zwei Seiten. Es gibt einmal die Produktseite zur Spektrum NX10 auf Horizon Hobby. Da hat man hier unter Unterstützung die Handbücher. Unter anderem ist dieses PDF-Dokument dabei. Hier wird erklärt, dass es ein Problem sein kann, ein Software-Update über WLAN durchzuführen. Es kann vorkommen, dass die Fernsteuerung sich dabei aufhängt. Und deswegen wollte ich es gar nicht erst über WLAN ausprobieren, sondern werde es per USB-Verbindung machen. So, hier vorne steht drin, im Changelog vom 11. März 2024, was für Veränderungen das Update mit sich bringt. Und das hier unten ist für mich das Wichtigste, wenn ich am Fliegen bin und mir die Milliampere-Stunden angesagt werden, die ich habe oder die ich verbraucht habe. Hier steht, dass die deutsche Sprachausgabe von den Hunderter- und Tausende-Einheiten korrigiert wurde. So, aber jetzt geht es darum, wie ihr zu der Update-Datei kommt. Ihr müsst dafür auf spektrumrc.com gehen. Dann geht ihr hier auf Deutsch und loggt euch ein. Hier seht ihr ja schon, dass ich mit meinem Benutzerkonto angemeldet bin. Hier steht Willkommen Yoshi. Und das hier ist meine bereits registrierte Spektrum NX10. Die habe ich am 14.01. diesen Jahres registriert. Und hier geht ihr dann auf Programmaktualisierung. So, hier ist dann die Update-Datei vom 12. März 2024. Dort geht ihr auf Herunterladen. So, dann öffne ich jetzt mal direkt meinen Download-Ordner. Zack. Und werde jetzt die Fernsteuerung mit dem Computer verbinden. Klicke dann auf Zugriff interner Speicher. Und ihr habt es gehört, die Fernsteuerung wurde vom Computer erkannt. So. Das hier ist jetzt meine Fernsteuerung hier auf der rechten Seite und das hier auf der linken Seite ist mein Download-Ordner. Jetzt gehe ich hier mit Steuerung C auf Kopieren und klicke dann auf das Laufwerk der Funke, auf den internen Speicher und füge die Datei mit Steuerung V ein. So, und das Kopieren dauert komischerweise relativ lange. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es eine USB-Verbindung ist. Über Micro-USB und ja, das dauert auf jeden Fall hier eine Weile. Ihr seht schon, der schreibt nicht so schnell. Und dann wollte ich euch gleich noch einen Tipp geben. Und zwar, wenn ihr bereits in eurem Download-Ordner eine Update-Datei drin habt, müsst ihr die alte Datei löschen. Weil sonst könnte es nämlich zum Problem kommen und das werde ich euch jetzt gleich erklären, wenn er hiermit durch ist. 74%, na komm schon. Das dauert echt immer ewig lange.
So, ich minimiere jetzt mal den internen Speicher der NX10 und werde jetzt mal eine ältere Version des Software-Updates runterladen. Jetzt klicke ich auf Herunterladen. So, da ist sie. Das hier ist jetzt die Update-Datei, die ich gerade geladen habe. Ihr seht es. 7.4.2024, 12.52 Uhr. Das hier war die, die ich eben gerade runtergeladen habe. Und wenn ihr bereits eine Datei habt, eine Update-Datei, die spmtx.sax heißt, macht Windows automatisch spmtx in Klammern 1.sax dahin. Und wenn ihr diese Datei hier auf den internen Speicher eure Funke macht, kann die Funke wegen dieser in Klammer 1 die Datei nicht erkennen und führt kein Software-Update durch. Ich habe das gestern zum ersten Mal ausprobiert mit dem Software-Update und habe mich gewundert, warum es nicht funktioniert, beziehungsweise habe es gestern nach langer Zeit mal wieder ausprobiert. Und dann bin ich hinterher darauf gekommen, dass er diese Datei nicht lesen kann, wenn spmtx in Klammern 1.sax dran steht. Nur so als kleinen Tipp für euch. Also immer, wenn ihr so eine Update-Datei runtergeladen habt, löscht die direkt. Das mache ich jetzt auch mal. So, das war's. Jetzt werde ich an der Fernsteuerung die Verbindung trennen, indem ich einfach hier mit dem Scrollrad draufklicke. So, und jetzt habt ihr gehört, jetzt ist die USB-Verbindung getrennt. Ach ja, noch als kleiner Tipp zwischendurch, sorgt dafür, dass die Fernsteuerung voll aufgeladen ist für das Software-Update, weil das dauert nämlich eine Weile und wenn die Funke leer sein sollte und beim Update-Schreiben ausgeht, weil kein Akku mehr dran, nicht mehr genug Akku da ist, kann es sein, dass ihr ja die Funke einschicken müsst, weil dann kann aufs Dateisystem nicht mehr zugegriffen werden. Naja, jedenfalls werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt die Fernsteuerung ausschalten. So, da muss ich mal einmal kurz die Kamera hier ein bisschen verändern. Zack. Damit man das ein bisschen besser sehen kann. So, und das dauert jetzt auch eine Weile. Das kann bis zu 3 Minuten dauern. Wundert euch nicht. Und ihr seht schon, dass dort jetzt ein türkisfarbener Balken runterläuft und gleich ein orangener Balken wieder durchläuft. Und das macht die Funke jetzt so, ja, keine Ahnung, ungefähr 3 Minuten lang. Ich werde es aber jetzt mal vorspulen. So, das Update ist jetzt durchgelaufen. Es hat jetzt fast 4 Minuten gedauert. So, und es ist alles normal da. Meine ganzen Einstellungen sind zum Glück noch vorhanden. Sprachausgabe funktioniert auch. Aber irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich habe gerade gesehen, als ich auf Normal geschaltet habe, dass hier das Umspringen am Display auf Normal etwas gedauert hat. Ja, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Fernsteuerung jetzt hier beim Scrollen viel langsamer ist als vorher. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt in dem Video, aber ich merke, dass das hier nicht mehr so flüssig läuft wie vorher. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Update-Datei liegt, beziehungsweise es ist klar, dass es die Update-Datei sein wird. Ja, was machen wir da jetzt? Das ist jetzt echt blöd. Also, ich habe da halt jetzt auch wenig Vertrauen drin, damit jetzt Heli zu fliegen, weil wenn das Menü so hakelig ist bei der Funke, ist halt die Frage, ob die ganzen anderen Systeme vernünftig funktionieren oder nicht. Ich wollte ja eigentlich dieses Update haben, um endlich eine vernünftige Sprachausgabe der Telemetrieansagen zu haben. Aber ganz ehrlich, Leute,
So möchte ich nicht fliegen, weil ich habe echt Schiss, dass die Funke sich dann mitten beim Fliegen aufhängt und der Heli dann unkontrolliert zu Boden geht oder in den Himmel schießt. Was soll ich sagen? Ich habe euch jetzt hier gezeigt, wie das Update funktioniert, aber ich werde die gleichen Schritte, die ich jetzt gerade gemacht habe, wieder rückgängig machen. Und zwar werde ich auf die Datei gehen von vom Dezember. Ich muss mal gerade gucken, was die letzte Datei ist. Die letzte Datei ist vom 14. Dezember und die aktuelle vom 12. März. Also ich werde wieder zurückgehen auf die andere Softwareversion. Diese Anleitung geht natürlich auch bei den anderen NX-Fernsteuerungen. Das könnt ihr eins zu eins so machen, aber zumindest bei der NX10 ist die Update-Datei fehlerhaft. Deswegen, ich werde wieder die andere Software drauf spielen. Naja, ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall mal zeigen, wie man das macht, das Software-Update. Ich drücke euch die Daumen, dass es bei euch auf Anhieb funktioniert. Und solltet ihr Fragen haben, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und würde sagen, macht's gut, Leute. Ciao, ciao und bis zum nächsten Video.